Hey meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir soll es heute 10 Drogeriepaletten geben für den Frühling. Ich hatte mir das überlegt, vielleicht hat, also zwei vielleicht davon gibt es nicht mehr im Standardsortiment, aber vielleicht hat der ein oder andere einfach die Palette und kann sie einfach nutzen. Es müssen nicht immer die neuesten Neuheiten sein, man hat auch alte Schätze in der Schublade. Schaut einfach mal eure Sammlung durch, guckt mal, vielleicht findet ihr die Töne. Ich habe so ein bisschen geguckt vor ungefähr 3 Monaten oder sowas habe ich mal geguckt, was es so inspirierend an Farbe ist. Und da war so lachsfarben eigentlich dieses 2019 im Kommen, im Frühling und im Sommer. Ich finde, Lachs geht immer. Ich finde besonders Lachs wunderschön für den Sommer und Frühling. Trage ich wahnsinnig gerne. Auch heute habe ich so einen Orangeton und so kräftige Lippen. Ich finde halt, bronzige Augen gehen immer. Winter, Sommer, Herbst und Frühling. Aber es peppt dann doch nochmal auf, wenn man so ein bisschen entweder so einen bronz-orangen Look hat und dann noch einen passenden Lippenstift in knalliger Farbe oder halt eben knallige Augen und einen etwas zurückhaltenden Lippenstift und weniger Foundation und einfach weniger auf dem Gesicht wie auf den Augen, weil wir wissen alle, es ist sehr, sehr heiß im Sommer. Aber heute soll es eher um den Frühling gehen, wo noch angenehme Temperaturen sind. Einer meiner Lieblingsjahreszeiten, Frühling und Herbst, weil es einfach nicht zu kalt und nicht zu warm ist. Und für mich optimal. Das sind sie. Und ich habe da noch ein paar einzelne Monolidschatten, die ich euch einfach auch ins Video packen wollte. Zu dieser Palette, wo ich weiß, dass sie aus dem Standardsortiment rausgenommen worden ist, ist von Essence. Und zwar ist es In Love with Rose Eyeshadow Box 02 and Happily Ever After. So sieht die aus. Wunderschön, ich finde, das sind so Rosé-Töne. Wunderschön, gerade dieser Ton erinnert mich einfach an schön frühlingshaft und dann Schimmer auf den Augen. Sieht sehr, sehr schön aus und einfach so diese mal weggedacht und einfach eher so einen zarten Look und eher so knallige Lippen feiere ich ja persönlich total. Das Problem ist immer, dieses Lippenstift nachtragen, wenn man was getrunken hat, ne? Zum Beispiel ich. Trinke Kaffee und habe auf meiner wunderbaren Tasse jedes Mal diesen scheiß Lippenstift abdrucken. Mag ich persönlich nicht. Also Liquid Lipstick bevorzuge ich, aber wenn ich Kaffee trinke, habe ich diesen komischen Rand. Kommen wir zu dieser Palette. Ich finde sie wunderschön für den Frühling. Guckt mal in eure Sammlung. Vielleicht habt ihr sie ja da und könnt es in den Frühling nehmen. Das ist Numero Uno. Dann habe ich noch so einen Schatz von NYX. Das gibt es auch noch, diese Full Throttle. Bin ich mir aber natürlich nicht hundertprozentig sicher, weil ich war in Freiburg im DM noch nicht und in einem NYX-Store war ich auch noch nicht. Aber vielleicht habt ihr sie ja, ist schon länger her. Mal den roten Weg gedacht. Es ist absolut für mich frühlingstauglich. Total dieses Orange, Braun und Beige finde ich super für den Frühling. Schaut einfach mal, vielleicht habt ihr sie ja da. Das ist übrigens die Farbe Riot Color Riot. So sieht es aus und ich finde das ganz, ganz tolle Farben und ich hoffe, ihr habt irgendwas davon schon in der Sammlung und müsst natürlich nichts nachkaufen, das wäre das Optimale. Und dann von welcher ich ja erst vor kurzem begeistert war, war dieses tatsächlich, dieses Schatz, das ist Cream Square Eyeshadow Palette 183 Days von DM. So sieht die aus. Ich finde, das ist eine super schöne Frühlings- Sommerfarbenpalette, eher so, ja, schon Frühling. Man kann sie natürlich in jeder Jahreszeit nutzen, alle Paletten. Aber das macht für mich dieses Bronzige und dieses, ja, wenn man dann noch einen Monolidschatten hat, ne? Zum Beispiel in diesem knalligen Orange, kann man das variieren und kann entscheiden, okay, heute möchte ich eher knalliger auf den Augen oder eher so natürlich und dann knallige Lippen. Also wenn ihr schon mal so eine Farbschema habt, könnt ihr das optimal nutzen, um einfach euch, ja, euch zum Beispiel einen schönen lachsfarbenen Lidschatten als Grundlage und dann schön bronzig getoppt und dann tollen, einfach einen tollen Gloss mit wenig Farbe, ja, einfach, dass es so ein bisschen strahlend ist. Und das zum Beispiel ist so ein Orange von Kiko in der, oder so ein Rot-Orange, ja.
so ein, ja, es ist schon ziemlich knallig, muss ich sagen. In der Kamera wirkt das überhaupt nicht so knallig, aber es knallt schon ordentlich. Es ist jetzt die 36, vielleicht habt ihr die ja daheim, schaut mal nach in eure Monosammlung. Und das kann man dann einfach variieren und schön Bronzer, bronzigen Look und ja, ihr werdet ready to go. Dann habe ich, warum nehme ich den Haufen? Dann habe ich noch von NYX diese Palette hier. Das sind 16 Lidschatten. Ah, Presspigmente sind da auch noch drin, 3 Stück. So sieht die aus, absolut frühlingstauglich, ne? Da kann man einfach mit Farbe spielen. Und ich finde das einfach gut. Das ist die NYX Ultimate Eyeshadow Palette in der Farbe Brights. So sieht die aus. Hat unfassbare Vielfalt an Farbe. Ich würde jetzt nicht sagen, oh, das ist die bombenklasse pigmentierte Palette. Aber sie kann schon was ja, machen und ist auch sehr, sehr schön und angenehm auf den Augen. Ich habe jetzt keine Probleme damit gehabt. Ja. Und schön knallig, wenn man einen Ton so schön verblendet oder mal so ein Gelb im Innenwinkel oder mit Gelb verblendet oder unten am Wimpernkranz so ein etwas helleres Grün oder so ein Türkis. Das sieht wunderschön aus für den Frühling, wie ich finde. Und man kann einfach mehr spielen, wenn man so eine Palette hat, mit denen man mehr Sachen machen kann. Man kann sich natürlich auch Monos zulegen, ne? Wo man sagt, ey, ich brauche das Ganze gar nicht. Ich nehme mir lieber einen Mono-Lidschatten, zum Beispiel in diesem Gelb hier, auch von Kiko. Und das reicht mir. Das kann man schön als Übergangston machen. Eben wie gesagt, im Innenwinkel habe ich das auch schon mal getragen, unten am Wimpernkranz. Ich finde, das macht auch nochmal Bam in your face. 19 ist die Farbnuance da. Und das sind so Magnetlidschatten, die man auch irgendwo reinmachen kann. Ich muss mal mein Swatch-Tuch da holen. Genau, wie gesagt, das sind alles nur so Ideen. Vielleicht habt ihr ja was da und könnt einfach was damit anfangen. Dann habe ich hier 2 Paletten von Sleek. Da bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Aber vielleicht habt ihr eben was da, weil ich möchte jetzt nichts Neues kaufen, um euch irgendwas zu zeigen, was der Shit überhaupt wäre. Sondern einfach, ich bin meine Sammlung durchgegangen, habe bei mir geguckt, was ich von der Drogerie habe. Und ja, man kann es natürlich alles auch mittlerweile online kaufen. Das wäre zum Beispiel Sleek Sunset. Wie gesagt, wenn man so einen schönen ja, Nude-Look schminkt und am unteren Wimpernkranz mit diesem krassen Blau da lang geht, habe ich auch schon getragen. Ich bin ja eigentlich keine Blauträgerin. Mittlerweile finde ich Blau aber echt schön. Auch an meinen Augen, obwohl ich so grün-braune Augen habe. Und wirklich, wenn man dann so Kupfertöne benutzt, das sieht einfach richtig schön aus. Und dann dieses Blau am Wimpernkranz. Und Sleek hat immer eine Bombenpigmentierung. Ich finde, Sleek ist wirklich so in die hinterste Schublade gerückt. Ich habe noch ganz, ganz viele Sleek-Paletten. Und nutze sie einfach zu selten, weil immer was Neues reinkommt. Und die Sunset, die kann ich euch wirklich ans Herz legen. Die macht schon einiges her und ja. Dann habe ich von Sleek noch die Oh So Special. Ich finde das auch eine absolute Frühlingspalette. So die helleren Töne, ne, sag ich mal. Wenn man die 4 abdeckt, dann hat man schön, ja, bronzige Töne, ein Verblendeton, ein wunderschön. Da bin ich schon fast am Hit the Pan dran, also ziemlich weit unten am Pfännchen. Und wirklich einer meiner liebsten Paletten für den Frühling. Dann habe ich eine neue Palette, da weiß ich auch nicht, ob es die noch in der Drogerie gibt. Das hat mir die Sarah zugeschickt. Wunderschöne Palette, wirklich. Ich habe einen ganz, ganz tollen Look bei Instagram geschminkt, oder nicht bei Instagram, aber ich habe einen Look geschminkt für mich und habe es bei Instagram geteilt. Das ist diese hier, das ist die Amazing Electric Violet Edition Manhattan. Und es sieht aber nicht so aus, ob das limitiert ist, das weiß ich nicht. Könnt ihr mal nachgucken. Aber die kriegt man bestimmt irgendwo noch, wenn man wirklich Interesse daran hat. Es sind ganz, ganz zarte Töne dabei und etwas kräftigere. Wie gesagt, wenn man einen Bronzer hat und dann einfach nur diesen schönen Ton hier unten am Wimpernkranz macht oder einfach sein Auge so umrahmt, das sieht bestimmt ganz, ganz toll aus. Oder wenn man nur den Außenwinkel so Cat-Eye-mäßig schminkt, sieht das sehr, sehr toll aus, kann ich mir nur gut vorstellen. Das sind jetzt zum Beispiel so 3 Töne, zart, aber auch kräftige Töne. Man könnte auch ein dunkles Smoky Eye natürlich im Sommer schminken oder im Frühling. Aber wir wollen ja davon ausgehen, dass wir im Frühling etwas zartere Farben nutzen. Und da kann ich euch diese Palette wirklich ans Herz legen.
Das ist die 008 Electric Violet Edition. Versuchen wir mal Englisch zu sprechen. Mit russischer Akzent. Ich mache gerne Scheißdreck, das wisst ihr ja. Und eine ganz, ganz tolle Palette hier. Neu von Essence. Voilà. Absolute Liebe von mir. Ich habe schon 2 oder 3 Looks mit dieser Palette geschminkt. Einen habe ich noch nicht online gestellt, der eine ist schon online. Bin ich der Meinung, ganz, ganz tolle Palette für den Frühling geeignet. Wirklich diese Goldtöne, ich liebe es. Sie sind zart und man kann es trotzdem irgendwie so... ja, schaut mal, das ist wirklich eine richtig, richtig, richtig schöne Frühlingspalette, wo man ein bisschen Farbe hat, aber doch eigentlich nicht. Und das bevorzuge ich doch am Frühling. Herbst ist eher so die gedeckten, dunklen, smoky Eyes, die ich gerne trage und dann zarte Lippen. Und im Frühling ist das eher so ein bisschen andersrum. Da trage ich einfach gerne, ja, hoffe keinen Lippenstift auf den Zähnen, aber selbst wenn, das kann passieren. Und von Make Up Revolution habe ich hier auch 2 tolle Paletten. Ich muss gerade gucken, ob ich überhaupt filme. Einmal Reloaded Visionary. Die hatten wir letztes Mal schon ausprobiert. Ich möchte versuchen, euch einfach ein bisschen Inspiration zu geben. Falls ihr denkt, boah, die Palette, wie soll ich die denn benutzen? Einfach nur mal setzt euch dran, probiert euch aus. Wirklich. Also, das ist ja nicht nur ein Look, mit dem man was machen kann. Ich möchte euch nur eine Inspiration sein. Ich sage nicht, oh Gott, setzt euch hin und kauft euch diese Palette und macht diesen Look. Ich möchte einfach nur, dass ihr denkt, oh, manchmal habe ich auch keine Ideen. Glaub nicht, dass ich da sitze und gleich weiß, was ich schminken soll. Manchmal denke ich mir, oh nee, komm, einfach nur Lidstrich und raus. Ich dachte, ich muss niesen. Oh. Und dann habe ich noch einmal eine neue Neutrals 2. Oh, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss gleich niesen und dann ist gut. Das ist eine Palette, wo man einfach tolle Übergangsfarben hat. Und ganz viel matt. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 5 doch. 5 schimmernde Töne. 1, 2, 3, 4. 4 schimmernde, 5. 5 schimmernde Töne hat und der Rest ist matt. Finde ich toll. Ich finde es toll, dass es einfach, ja, ich finde es toll, wenn man so ein Orange auf die Lider gibt. Finde ich toll. Wenn man das ganz, ganz zart dann verblendet und dann einfach einen goldenen Ton drüber, sagen wir mal, oder irgendwas Schimmerndes da drüber jetzt. Seht ihr das? Das sieht einfach toll aus, wenn man so eine, ja, wenn man sowas benutzen kann und dann schön diesen Lippenstift dazu oder auch ja, keine Ahnung. Irgendwie keinen fetten Balkenlidstrich, sondern ein bisschen so grauchigen, braunen Kajal oder diese Lidstrich, diese Liquid Liner von Manhattan zum Beispiel. Habe ich heute Morgen mal in der Hand gehabt. Ja, das hatte ich heute Morgen in der Hand. Keine Ahnung, wo er jetzt gerade ist, aber... Oder so ein Lippenstift, ja, bronzigen Look, einfach Bronze, ein bisschen Highlighter auf die Lider und dann schimmert das so schön. Und dann so eine schöne Frühlingsknallerfarbe oder das, was ich drauf habe. Oder wenn man es doch ein bisschen kräftiger möchte, so ein kräftiges Pink. Ne? Also ihr könnt da wirklich variieren, wenn ihr sagt, nee, ich möchte ein bisschen unauffällig sein, dann eher Gloss, es trägt sich ja schneller ab als so ein Lippenstift. Oder ihr sagt ja gut, alles dezent und ihr legt lieber was auf die Wangen, ein bisschen rosa Rouge oder sowas. Ja, wie gesagt, das war's schon an meinen Paletten. Jetzt kommen wir mal kurz zu diesen einzelnen Monolidschatten, die ich für euch rausgesucht hatte aus meiner Sammlung, wo ich gedacht habe, ja, das ist doch cool. Ich habe nicht mal ganz so viele, aber ich habe die, die ich noch so hier rumfliegen habe, zeige ich euch. Ich habe hier so ein wunderschönes Orange von Kiko. Das habe ich euch gerade nicht gezeigt. Das ist die Farbe 44. Dann habe ich von Kiko, die Nummer 19. Die hatte ich euch eben gerade schon gezeigt. Also das ist die 44, das ist die 19. Und dann ist mir gerade
Seht ihr, die kann man dann so rausholen und in eine einzelne Palette packen. Noch wollte ich das eigentlich nicht machen, weil ich gedacht habe, nee, ich habe sie mir ja extra gekauft, weil es Monos sind. Und das ist die 36, die hatte ich euch vorher auch schon gezeigt. Zum Beispiel mit so einer Farbe. Ich sagte nicht, knallt euch alle Farben aufs Lid und geht raus, sondern probiert euch mal aus an einer Farbe. Vielleicht wollt ihr so ein ganz, ganz zartes Gelb einfach als Übergangsfarbe oder so ein, wartet mal, Orange als Übergangsfarbe. Oder ihr sagt, nee, komm, ich brauche Farbe. Dann probiert einfach mal so ein knalliges Rot aus, aber so eher natürlich ein bisschen ausgesmoked, ja, oder eben wie gesagt, ich hatte neulich noch knallroten Liquid Liner drauf. Das sah geil aus, das sah wirklich geil aus. Ich war beim Kinderarzt, so, das hat mir einfach gefallen. Ich habe überhaupt gar nicht mal dran gedacht und habe, ja, es war einfach normal für mich. Und ich denke, dass man einfach auch sich trauen sollte, etwas. Man kann sich ja auch für sich zu Hause schminken, mache ich ja auch. Ich gehe heute nirgendwo hin und sehe aus wie die Drama Queen schlechthin. Das ist halt einfach so. Probiert's aus. Dann habe ich zum Beispiel fast dieselben Farben auch von NYX. Falls ihr Kiko eben nicht habt oder nicht online gucken wollt oder vielleicht habt ihr ja sogar die NYX-Lidschatten oder ihr habt die Kiko-Lidschatten, je nachdem. Das ist hier von NYX die 06 und das ist die 75 LOL. Und das ist Stuff, ja. So sehen die aus. Das sind so kleine Monolidschatten, wie gesagt. Die funktionieren auch super. Ja. Ist auch eben, wie gesagt, so ein Gelb und Orange. Eigentlich fast genau das, was ich von Kiko habe. Aber ich wusste nicht, von was ich mich eher trennen soll. Von daher habe ich beides aufgehoben. Ja, und eine tolle Farbe, wobei ich guck mal, ob das... habe ich schon lange nicht mehr... Nee, ich finde, das ist eher so herbstig. Das zeige ich euch nicht. Ja, das sind so meine Tipps zum Beispiel, was Paletten angeht oder einfach mal ein bisschen Farbe mit zwei Monolidschatten oder mit einem Monolidschatten, dass man sich da so ein bisschen rantraut, ne? Oder vielleicht hat man dasselbe ja in Grün oder in Türkis, irgendwie sowas, so Meeresblau oder so Grün, ja, so ein helles Grün oder sowas. Da kann man das einfach am Wimpern, kann es auftragen, schön Wimpern tuschen und dann sieht man wirklich ready für den Frühling aus. Ich hoffe, das Video war euch hilfreich. Ich habe hier noch einen Stapel eigentlich BH Cosmetics Paletten, die ich euch auch vorstellen möchte, wo ihr auch einfach, vielleicht habt ihr sie einfach da, ja? Darum geht's mir. Mir geht's nicht darum, ihr sollt irgendwas kaufen, sondern ich weiß, dass meine Mädels auch genug Paletten haben und genug für den Frühling auch zu Hause ist, ne? Genug für den Frühling. Also so Online-Paletten habe ich euch noch, oder ja, keine High-End, das sind eigentlich nur Online, also BH Cosmetics und Make-Up Revolution sehe ich gerade. Ja, genau. Ich hoffe, das Video hat euch eben, wie gesagt, gefallen und wir sehen uns im nächsten. Ciao!